So, hier die Aufnahme jetzt so. 20 Mods. 109 Seiten. Ich so langsam, glaube ich, mal ein bisschen mehr Rüstung. Aber das hier ja nichts mehr. Normales Biom. Also. Plan ist jetzt erstmal, dass wir nochmal ein paar Dinger suchen. Also erstmal Essen finden. Danach wollte ich gerne nochmal irgendwie ein paar Dungeons suchen, damit wir ein bisschen Eisen finden, weil ich habe keine Lust, meinen zu gehen. Danach gehen wir zu unserem Haus zurück, wo wir schon mal was gebaut hatten. Und ja, dann bauen wir da weiter, würde ich sagen. Also auf so einem Berg ziehen wir auf jeden Fall schon mal nicht. Darauf habe ich gar keine Lust. Mal so langsam ein bisschen mehr zu essen. Aber wir haben auch Kartoffeln, das heißt, wir können uns ein Feld machen. Noch ein Wassereimer, ich habe sogar ein Wassereimer dabei. Es mir gefallen auf jeden Fall die ganzen Biome, wie die gestaltet sind im Mod. Das kannst du nicht anders sagen. Das ist wirklich gut gemacht worden. Aber ich habe keine Ahnung, was ich hier bis jetzt machen soll. Ich jetzt im Moment noch irgendwie. Gibt es irgendwelche Dungeons? Von meinen Höhleneingang wir vielleicht auch haben. Okay, da will ich auf jeden Fall hoch. Gerade jetzt mein Inventar nicht größer ist, sonst und ich viel mehr mitnehmen, aber nein. Ah, ja, sind Lederbäume und hier gibt es auch Bambus. Und was? Und das für ein Biom, das habe ich ja noch nie gesehen. Überall wächst hier Bambus. Oh, ein Sponsor. Ist das? Ist das? Paradiesvogelblume, die sieht aber auch nicht so schlecht aus. Vielleicht kriegen wir die mit Bombe vermehrt. Ja, schon mal nicht schlecht. Ist das denn für ein Riesenteil? Oh. Ganz kurz mal ein bisschen gedeckt. Irgendwie aus wie die hängenden Gärten von Babylon, so in der Erinnerung. Also gut, die hängenden Gärten von Babylon hat man ja nie richtig gesehen, aber trotzdem, wie man sich diese vorstellt, sieht es irgendwie denen schon ähnlich. Wird vielleicht ein bisschen mehr nach links laufen. Irgendwie eine 1,8, so ein. Da unten drüber. Ein Höhle zu sein. Habe ich denn jetzt? Ja. Sterbst du da unten? Ich habe doch den. Ach, also ich habe doch den Dreck mit dem Wassereimer benutzt. Hallo? Wieso sterbe ich da unten? Ist doch ein Witz. Meine Fresse, ich bin da fast drauf gegangen. Eine Höhle. Irgendwie ganz schön komisches Bio. Ja, wenn ich das jetzt so sehe, sollten wir vielleicht die Nacht. Doch lieber erstmal abwarten. Wir haben auf jeden Fall erstmal genug zu essen, das habe ich noch. Oh nein, nein. Die sind ja auch gefährlich, das habe ich ganz vergessen. Ach so. Ah.
Ja. Das für ein Teil, du. Beste? Jetzt habe ich ja alles noch nie gesehen. Ah, hier sind ja auch Zombies. Meine Fresse noch mal. Ich warte jetzt auf. Und machen, was wir wollen. Ich warte jetzt bis bald ist. Nur das Weizen haben, was da ist. Okay, verstehe. Der steht also mitten im Dorf, ist wahrscheinlich okay. Den Turm muss ich gleich auch nochmal plündern. Da finde ich da was. Was würdest du mir empfehlen, was sollte ich als erstes machen in der Welt bei dem Modpack? Also was sollte ich wirklich als allererstes hier tun? Danke fürs Follow. Nicht ernst, oder? Alter. Ist auch noch. Noch mal runter. Jetzt regnet es auch noch. Danke. Mann, wer hat sich denn so eine Scheiße? Wer hat sich denn so eine Scheiße ausgedacht, Digga? Dass hier auf einmal so vielen Haufen spawnen direkt am Anfang. Ich mach das gleich aus, wirklich. Das geht einmal auf den Sack. Los, in Ruhe hier. 106. Also wirklich. Manchmal nervt mich das hier wirklich zu Tode. Was ist denn da? Mann, ich will doch einfach nur im. Gerade richtig. Den. Wenigstens habe ich jetzt schon mal ein paar Kartoffeln gefunden. Meine Fresse. Ist ja schon wieder anstrengend hier. Ja, mal eine kleine Exkursion machen, dann passiert hier wieder sowas. Die kannst du dir aber auch wieder nicht ausdenken. Wirklich. Ich will einfach nur ein bisschen was machen. Überall scheiß Mobs.
Ich hab nicht genug Rüstung, um das zu machen. Wirklich, was soll ich denn da noch hin? Selbst wenn ich da mit Diamond-Rüstung auftauchen würde, würden die mich gefühlt platt machen. Wie ist denn das? Warum sind das hier überall so viele Mobs? Bleib ich auch noch stehen. Ah, die jungen Modpacks sind schon nervend aufräumen. Kannst du wirklich manchmal keine mehr? Wir machen uns jetzt gleich erstmal ein Feld, wenn wir zu Hause sind. Und zwar ein schönes Kartoffelfeld. Und ja, dann bauen wir da ein bisschen. Damit wir erstmal genug zu essen haben und dann würde ich sagen, Mining Tour. Habe ich einfach vergessen, dass man sich an diesen Scheißstroh, dass die einfach verletzen. Weit. Ein paar große Bäume. Bin eigentlich gefühlt nur noch weit. Geradeaus so. Mäßig eigentlich nur noch. Ey, wo sind denn diese Sträucher noch überall? Die lecken mich am Zuckerli. Das kannst du doch wieder keinem erzählen. Da greife ich jetzt mal nicht an. Ich glaube, der würde mich sonst komplett fertig machen. Darauf habe ich keine Lust. Dann sterbe ich wieder, raste aus. Und nee, nein, es ist früh am Morgen. Immer noch wieder beim Berg. Da war ich gestern nämlich schon mal. Ja, schon wieder alles. Und da jetzt einfach durch. So, von scheißegal, das dritten können wir mal. Digga, wie viele Mobs wollen denn hier noch spawnen? Denken sie so, Mobs spawnen? Ja. Mehr denken die sich gar nicht. Genau, war das Portal, soweit ich mich entsinnen kann. Oder ne, das war das andere Haus. Da ist auf jeden Fall ein Portal drin, was war später. Das machen wir direkt als nächstes. Wir gehen nicht mein. Und zwar werden wir. Wir legen jetzt erstmal Feld an, genug Essen. Dann gehen wir da einen Tag hin und entzünden dieses Portal, was ich. Dann will ich das euch nochmal zeigen. Diese Bogen-Sounds. Digga, wie viele Skelette spawnen denn hier? Meine Fresse, was ist denn das? Sieht man schon, dass ich mich hier hochgebaut habe. Gleich sind wir. Baut es ein Glück allein. Habe ich ein paar Bäume abgefackelt, weil die mir im Weg standen. Die brennen sogar teilweise immer noch. So, das ist jetzt erstmal nur ein provisorisches Zuhause, nicht wundern, ja. Okay, dann wollen wir erstmal ein bisschen markieren. So, dann machen wir jetzt hier hinten erstmal so eine kleine Schrottkiste hin. Erstmal alles so reinwerfen. Jetzt auf Anhieb nicht irgendwo einsortieren können.
Doch, die kann ich aber einsortieren. Die Kabinen und auch mal noch mit da rein. Was einmal brauchen wir gleich. Bürger machen wir nach da unten. Irgendwo hier nehme ich mal ein Feld an. So ein bisschen aufwendiger als oben, aber jetzt egal. Ja, eine Höhle. Okay, dann machen wir es oben bei Tageslicht. Wegen oben bei Tageslicht. Derzeit können wir ja schon mal noch mal eine neue Dings craften. Wir craften noch mal eine neue Axt. Weil das brauchen wir jetzt auf jeden Fall für Holz. Und den passt hier so. Boah. Machen wir eine Tür craften. Tür. Raus, machen wir das da rein. So, wie sieht das aus? Immer noch den. Gut. Machen wir direkt mal ein paar mehrere Türen hin. Haben wir drei gecraft, dann passt das ja. Gut, dann haben wir das da. Völker, ja, wir machen daraus jetzt. Ich will nämlich Fackeln machen, damit ich das immer alles ein bisschen ordneter mache. Ja, was? Ordneter. Rechnen das alles mal ein bisschen mehr aus. Wirklich erstmal mehr spawnt. Wenn ich Lust habe hier. Nämlich hier in Ruhe unsere Beete anlegen, ohne dass uns jemand stört. Jetzt ihr doch was spawnen solltet, denn ich. Erinnern wir es wirklich komplett. Haben wir doch schon den ersten Übeltäter. Du sollst ja nicht spawnen, Kumpel. Will ich nicht. Gut, dann wären wir erstmal soweit fertig mit Ausrüsten. Dann machen wir uns jetzt an die Felder. In jede Richtung kann das Teil, glaube ich. Nochmal. Liegt auf meine Leiche, weil ich immer gestorben bin. Geil. Denn für den Hahn. Da kommt das nächste Bild hin.
Auch das dürfte denn für meine Versorgung dürfte das reichen. Müsste die ganze Fläche hier begradigen. Mein vernünftiges Haus werden soll. Das hier erstmal. Dann müssen wir hier auf jeden Fall ein bisschen Erde wegnehmen. Eigentlich von unten lasst weg. Von hier oben nehmen wir die weg. Wenigstens sehe ich jetzt auch mal, wie viel Haltbarkeit noch eine, so eine Schaufel hat. Oder allgemein meine Werkzeuge haben, sonst kann ich das immer nicht einschätzen. Die geht ein Axt recht schnell kaputt. Das liegt aber auch daran, dass ich natürlich einen Mod drin habe, wo das alles dementsprechend schnell abgebaut wird. Das dürfte erstmal, das Holz dürfte erstmal für eine Weile reichen. Ja, jetzt hat die Schaufel schon fast. So, dann schauen wir mal, ob sich das ausgeht. Ist überhaupt Blumenerde platziert? Was ist das denn? Wie heißt es? Ah ja, ich brauche. Machen wir direkt mal zwei Sensen brauchen wir mal. Zum Umflügen, ja. Sollte vielleicht mal ein bisschen den anderen Aufgang gehen, damit ich da leicht reinkomme. Das macht's bis zur vierten Post auch. Ich brauche wohl doch drei Sensen. Das ich so anschaue, ja. Ja. Die andere ja direkt nach, das ist schon mal gut.
Jetzt muss ich doch noch eine machen. Jetzt können wir aber schon mal die Kartoffeln anbauen. Gut, okay, Leute. Damit hätten wir das Feld auch erstmal beendet. Dann ist es komplett fertig. Wir legen meine Sachen weg, dann holen wir das Feuerzeug. Und dann gehen wir zum Portal und schauen mal. Packen, heben wir uns auf für die Mining-Tour. So, Mining. Können wir hier oben mit reinmachen. Ich glaube, ich habe das. Sein. Selber noch jetzt brauchen. Wenn der sich fucking weit wollen, lieber selber mal. Schade. Da mit rein. Ist ja nicht, kann man vielleicht mal noch mal irgendwann tauschen. Mal eigentlich ein Stackblöcke mitnehmen, um irgendwie zu bauen. Gut, Feuerzeug, warum und das? Unser Feuerzeug, ah ja. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum Teil, würde ich sagen. Ab geht's, Leute. Wusste ich doch, dass ich die Glöcke noch hier brauchen konnte. Wäre sonst auch ein bisschen. Ja, muss mal. Moin. Ja. Funktioniert anscheinend nicht das Portal. Aber aus wie nicht viel. Kann sein, dass man das vielleicht nicht mit dem Feuerzeug machen muss. Oh nein. Das. Naja gut Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, weil das Portal scheint jetzt hier irgendwie nicht zu funktionieren. Ich versuche mal rauszubekommen, warum das nicht funktioniert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.